So. Was war da unten? Ich habe schon wieder vergessen. Sind wir da schon runtergegangen? Ja, ja. Ach, hier. Hier kann ich ja aufmachen jetzt, ja. Theoretisch. Genau. Ist irgendwas? Nö, ist nichts. Muss ab und zu aufs Handy gucken. Kann ja sein, dass irgendwas ist, ne? So, Hebel ist wieder meiner. So, guten Tag. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Mmh. Wabernde Kackehaufen. Nom 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 nom. Lecker. Der ist tot, Jim. Ich glaube, da hinten muss ich durch, ne? Schlüssel. Mit einem Etikett. Lass mich raten, ich muss das Etikett angucken, oder was? Ein Schlüssel zu einem Kanalisationsabschnitt, okay. Ein T-förmiger Ventilgriff. Nee, ich gehe doch da nicht runter. Ach, das ist der Schlüssel. Dann gehe ich doch wieder zurück und benutze den Schlüssel. Oder? Oder wo komme ich hier hin? Wenn ich hier nach oben gehe, die Treppe, komme ich da raus? Oh Gott, dass man das hier auf der Karte nicht erkennen kann, wo man hier rauskommt. Scheinbar zwei Etagen stellen wir nach oben. Oh. Das können wir nur von der anderen Seite aufmachen. Ah, weil die Seite ist kaputt hier. Das ist der... eine Abkürzung machen wir damit frei, ne? Okay. Der steht doch auf. Den kann ich nicht anschießen. Ich kann ihn nicht anschießen. Guck mal. Hopp. Dann ist das Story relevant. Aber ich habe jetzt erstmal einen Schlüssel. Ich gehe mal erstmal zurück. Wenn ich hier zurückgehe, komme ich ja hier raus. Da kann ich nämlich die Abkürzung aufmachen. Mit der aufgemachten Abkürzung. Okay, wenn der nicht mein Problem wird, dann wahrscheinlich jemand anderes. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ach ja, okay. Gedächtnis wieder Eintagsfliege, wirklich. Wollte ich eigentlich sein? Nee. Ich muss doch da drüben hin. Oder verkehrt. Ich muss da hier hinten rum. Oh. Weißt du, du munterst mich wirklich auf, Flo. Wirklich. Weißt du, ich mühe mich hier ab. Ja. Versuche, die eine Angst nach der anderen zu besiegen und zu überwinden. Habe Teilerfolge, die mir richtig gut tun. Und dann meinst du nicht selber, dass das der einzige ist hier mit der Bindehautentzündung, dass das einzige Problem ist. Nachher kommt einer mit zwei Bindehautentzündungen. Na toll. So. Okay, der hat sich noch nicht weiter bewegt. Das ist gut. Hallo? So, theoretisch stehe ich jetzt hier. Hier hinten ist nun Raum. Warte mal, ich mache nochmal. Das mache ich jetzt mit Absicht. Ne? Ich mache jetzt nochmal den Turmstecker hier rein.
Ich gehe da rüber in den Raum. Guck rein, was da ist, bevor ich da in den Raum gehe und reingucke. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel, den ich habe. Es ist. Hallo? Vorsichtig mit dem. Was ist das hier? Schießpulver groß. So. Okay, Kollege gerade. Ich sage, der IT schläft nie. Ah, zum Glück habe ich morgen Homeoffice. Heißt zwar nicht, dass ich Ewigkeiten heute machen kann, aber ich muss nicht so früh raus losfahren. Sondern kann dann vorher zur normalen Zeit mich dann um Lola kümmern. Okay, der Raum ist geklärt, genau. Kann auch spazieren gehen, bevor ich dann arbeiten gehe. Zu Hause. Okay, so. Und ich kann die Schlüssel wegwerfen, habe ich ja gelernt. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ist auch nicht so schlimm. So, hier der Raum ist auch nur ein Raum. Okay. Und hier ist Loot. Nochmal große Schießpulver. Nee, ist ein anderes Schießpulver. Schießpulver groß und Schießpulver. Ich guck mal, was da rauskommt. Ich nehme das einfach alles mit. Nö, du hast nichts verpasst. Alles gut. Ich versuche hier bloß Schlösser aufzumachen. Nochmal Munition. 50 Schuss. Na, jetzt geht's aber ab. Warum tue ich das? Ich dachte, es ist nur ein Raum. Was gibt's denn zu essen heute? Ja, genau. Bindehautentzündungsangst habe ich. Was ist das für ein Fahrstuhl? Er geht nicht nach unten. Er fährt sehr schnell nach oben. Oh, das klingt lecker. Nehme ich auch was. Bitte. So. Untergrundtreppe. Ach, Herr Jemine. Hier sind wir. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh. Nee, es ist verbraucht. Ich kann's wegwerfen. Yeah.
So. Jetzt haben wir eine dicke Wumme. Und hier ist der Fahrstuhl hier unten. Nee, hier ist nicht der Fahrstuhl. Eine Etage höher muss ich. Und dann ist der Fahrstuhl. Da. Oder? Nee. War hier nicht der Dicke? Nee, ne? Ich fahre bloß hoch zum Speichern. Dann hole ich wieder ab. So, wo war... Da. So. Sehr gut. Dann können wir hier noch mal ein bisschen Inventarschubsen machen. Wir können eins mal verstauen. Den Rest, den behalten wir hier. Das Messer, wir haben ein Messer noch zur Sicherheit dann irgendwo mit. Ja, sieht gut aus. Den Film... Müssten wir entwickeln? Dazu müssten wir wieder in die Haupthalle zur Polizei. Oh. Technisch gesehen ja, aber da rennt ja der Dicke rum, ne? Oder ist der unten? Die Figur kann auch weg. Was für eine Figur? Der Turmstecker oder was? Aber den brauche ich doch oben. Ach nee, da ist ein... Da ist ja eine Dings daneben, ne? Genau, da ist ja eine Truhe daneben. Da kann ich ja die Truhe benutzen. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ich bin in der Haupthalle. Ich könnte jetzt hier rausgehen und müsste dann, weil ich in der Haupthalle bin, oder in der Polizeistation, ich komme hier raus. Ich komme hier raus und müsste aber... Wo waren das? Hier zur Dunkelkammer. Das heißt, ich muss hier durch. Und der Dicke wird da langlaufen, ne? Mr. X, der läuft da lang. Oh. Läuft der da lang? War das jetzt gut, was ich gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das war ein falscher Fehler. Also wenn er hier lang läuft. Strategieplanung. Durch die Tür. Durch das Büro. Ihr bleibt liegen. Ja, ich habe euch alle schon einmal getötet. Ihr bleibt liegen. Durch die Tür. Ah, die Schließfächer sind ja auch noch. Trau dem Frieden nicht. In der Kammer? Das sieht...
Okay. Wir lassen uns ein bisschen Zeit mit Ada retten, ja? Im Presseraum, da war ich auch schon. Da. Da muss ich wieder hin. Das ist aber optional, oder? Also eigentlich müsste der Dicke hier weg sein. Aber wie gesagt, ich traue dem Frieden hier nicht. Vor allem grantelt das hier ab und zu. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Das weiß ich halt nicht. Der Schreibtisch sieht aus wie auf dem Foto. Aber von denen gibt es ja zahlreiche. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt hin will, ehrlich gesagt. Um zum Presseraum zu kommen, müsste ich hier durch und dann links die Tür. Okay. Da ist schon wieder ein Geräusch. Na. Rechts und dann die linke Tür. Der hat sich bewegt. Okay, kopflos. Der hier reingekommen ist. Ach, da ist er immer durchgebrochen hier, ne? Nee. Hä? Benzin. Flammenwerfer? Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich traue dem Frieden nicht. Eigentlich ist er unten im Keller. Der hat ja Ada verfolgt, ne? Aber trotzdem. Das hat sich ein bisschen gelohnt. Ja, ja. Von draußen, ne? So. Haben wir... So, brauchen wir noch irgendwas hier? Wir haben Munition. Wir könnten theoretisch wieder runterfahren. Ich weiß, dass es noch eine Stelle gibt, aber... Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal hier den Aufzug. Haben alles gemacht, was wir wollten. Glaube ich. Hm, 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 hm. Ja. Hm, hm.
So, ich muss da lang, ne? Weil das hier hinten nützt mir gar nichts. So, das war der Fahrstuhl, den wir nämlich vor ein paar Monaten nicht benutzen konnten. Weil die Tür nämlich von innen verriegelt war. Hm. So. Sehr gut. Mit Karacho nach unten. Oh, was ist das? S und ein Z. SZF. Oh, das ist ein Code, wa? Wegen September, Jazz und Free. SZF. So, wenn wir da jetzt sind, das ist das, das ist das. Wir bräuchten also theoretisch jetzt nur wieder rüber fahren mit dem Fahrstuhl hier drüben, ne? Uns fehlen noch ein paar Dingensbummens. Ach, jetzt ist es wieder völlig ungemütlich. So, da ging's hoch. Vorsorgen. Warte mal, wo müssten wir jetzt lang? Hier hinten geht's nicht weiter, da kommen wir ja hier rum. Haben wir schon geklärt. Da macht es derzeitig keinen Sinn. Da kommen wir in den Bereich hier hoch. Und der war, glaube ich, hier gesperrt, ne? Genau, hier ging es nämlich nicht weiter. Hier ist nämlich die Bahn. Wo auch immer das dann nachher hingeht, das Ding hier. Da. Ach, da geht's hoch. Da waren wir auch noch nicht, hä? So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ein bisschen habe ich den Faden verloren. Jetzt da kommen wir da hoch und sind hier drin. Hier drüben in dem Raum, da fehlt uns noch nur eine Steckdose noch. Nee, da fehlen doch bestimmt noch ein paar andere Gegenstände. Aber wir haben hier bloß nur eine Steckdose. Wir haben den letzten, der fehlt, richtig? Oh, dann können wir das ja lösen. Weiß ich nicht, ob echt. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur auf die Karte geguckt und bin gerade verkehrt gelaufen. Nee, doch nicht. Ich habe jetzt hier nur auf die Karte geguckt, weil hier ist nur eine Steckdose noch. Weißt du? Hier sind die Elektronikteile drin und hier ist eine Steckdose nur noch. Obwohl da mehr sind als eine. Wissen wir ja, aber es ist hier bloß noch eine drin. Quatsch. Also laut Karte da. Kann sein, aber wie gesagt, ich gehe jetzt nur von den Sachen aus, die ich jetzt hier sehe. Ist nicht das richtige Teil dann. Aha, aha. So, der Turm ist dann hier wahrscheinlich, hä?
Okay, habe ich mich fehlleiten lassen. Sorry. Wir lassen das schon mal hier stecken. Also muss ich doch zu dem Typen hin. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Eigentlich will ich da gar nicht hin. Ach nee, da komme ich ja nicht durch. Wo musste ich denn da nochmal hin? Ich sag ja, Kopf wie Sieb. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch hin muss. Hier ist doch eine T-Stangen-Vertiefung. Das ist aber... Ach nee, die war ja kaputt, ne? Boah, es ist einfach zu komplex gerade. Wo war denn... Ach, der war hier unten in dem Ding. Okay. Also erstmal wieder zurück. Da lang. Dann musste ich da lang, ne? Ja. Genau.